Was geht? Was Mädchen geht ab? Und Jungs. Hallo. Wo ich seid ihr denn, Jungs? Ich bin in meinem Zimmer. Wo ist Sascha? Sascha ist am Start. Dima, wo ist Dima? Ich sehe eure Namen auf jeden Fall. Ihr läuft so ganz dumm durch die Gegend. Ah. So boah, es regnet draußen, Jungs. Aus. Du bist nur neidisch. Es regnet Mann. Draußen, tut mal. Jetzt okay, was sollen wir machen? Hat jemand. Erstmal eine kleine Ansage, ne? Eine kleine Entschuldigung wäre nicht schlecht. Wir wollten kurz Bescheid sagen. Ihr wisst ja, wir haben ziemlich genau eine Woche lang nichts hochgeladen. Ja. Unter anderem damit zu tun, dass wir bei Maniac waren. Das waren die geplanten zwei Tage, meine ich. Und danach waren wir natürlich mit Ostern beschäftigt. Familie, alles drum und dran. Deswegen haben wir nichts getan, weil wir natürlich auch Familie haben. So viel dazu. Aber ihr seid ja ganz tolerierend und das war die kleine Entschuldigung. Ihr werdet uns nicht schlagen, oder? Nein, die werden es feiern. Wir haben übrigens, ich und Sascha haben ein neues Texture-Pack. Das heißt, Sascha erst. Oh Mann, ich werde es nie lernen, Mann. Ich werde es nie lernen, bestimmt nie. Ja, aber guck mal. Also Sascha und ich, wir haben ein neues Texture-Pack. Also klickt bei uns, nicht bei Fabi. Bei uns ist schön. Ja. Wo ist meine Treppe? Wie komme ich nach oben jetzt? Was ist hier passiert? Und ich habe hier ein... Warum? Hast du so alles vergessen? Da. Ja, doch, jetzt habe ich es wieder. Umgebaut. Ja. Ach, du bist klar. Ja vergesslich, Bruder. Okay, jetzt bin ich wieder da. Ach so, hat jemand kratzt. Lava gesehen? Ja? Jetzt komme ich nach oben. Bitte? Pass auf. Hat jemand Lava gesehen? Nein. Ich bin immer noch auf der Suche nach Lava. Ich hab's nicht mehr drauf. Mann. Wir haben alles verlernt, oder? Ja, wegen einer Woche. Enttäuscht. Ja, voll. Okay, ich hab mir überlegt, ich mach so ein bisschen Verschönerungen draußen. Kosmetische Veränderung. Kosmetisch? Kosmetisch. Draußen oder bei dir? Draußen. Nur draußen? Nur draußen, glaube ich. Ja, ich würde es dir auch raten, persönlich. Warum? Ja, man weiß ja nie, was Frisches ist nicht schlecht. Ja. So. Ich habe auch wieder Kommentare am Start. Nein. Heute ist übrigens mein Geburtstag, Leute. Nein, halt's Maul. Nein, wir haben noch 13 Minuten. Ich habe noch Geburtstag. Okay, dann erzähl den Leuten, was du bekommen hast. Ist Geburtstag vorbei, deswegen zählt es nicht. Nein, ist noch nicht vorbei. Ich habe noch 13 Minuten. Also wer Lust hat, kann mir noch gratulieren. Nein. Ich bettele schon um Gratulationswünsche. Gratulationswünsche. Okay. Also, wir haben schön gefeiert. Ich habe Geschenke bekommen von den Jungs. Heute sind sie einfach auf einmal abgehauen und haben Geschenke besorgt. Aber übel gute, ohne Witz. Genau das, was dir passt. Echt hammergeile Teile. Und jetzt fragen sich alle, was hat der Dima geschenkt bekommen? Ich werde euch nichts sagen. Nein, ich habe zwei Filme habe ich bekommen. Ein Anime von Studio Ghibli, von den Machern von Chihiro. Und dann noch einen anderen Film. Auf dem Bild sieht es aus, als würden sich zwei Jungs küssen, aber das ist eine Frau, sie hat nur kurze Haare. Ich habe schon ein bisschen Angst bekommen am Anfang. Und dann habe ich bekommen Nüsse mit Wasabi-Geschmack, Gummibärchen. Nüsse. Endlich Nüsse. Endlich hat unser Dima kleine Nüsse. Den Film können wir gleich nach Minecraft anschauen, oder? Ja. Das würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Das ist von dem Macher von Good Will Hunting mit Robin Williams. Ich kenne Robin. Den. Ja, ich verwechsel immer Robin Williams und Robin Williams. Das sind ja, ich auch. Leute. Ich hatte mal übelst den Streit mit einer guten Freundin darüber. Echt? Weil ich nicht glaubte, dass es zwei Menschen gibt in der gleichen Zeit, also dass sie gleichzeitig leben und beide so erfolgreich sind, aber komplett andere Menschen sind. Ja, und die heißen ja nicht ganz gleich. Deine ja, das Robin, war ja das Krasse. Dann der Robbie. Ja. Ach, genau, Kommentare darf ich nicht vergessen. Und zwar habe ich einen Kommentar von Black Cat Multi. Saschas Zimmer kann man als Haus bezeichnen. Mein Zimmer ist so riesig, dass man das schon als einzelnes. Das stimmt doch nicht, mein Zimmer ist ganz klein. Schau dir mal meins an im Vergleich. So, das finde ich schön. Ich habe bei mir einen Kumpel sitzen. Du hast einen sitzen? Ja, der zufälligerweise Fabis Bruder ist. Er beobachtet unser Spiel. Aber der ist mehr dein Kumpel als Fabis Bruder, oder? Genau, und er schämt sich für uns. Echt? Ja, sagt er nicht Hallo mal kurz so ins Mikrofon? Kann er nicht Hallo sagen? Kannst du Hallo sagen, Marc? Sag mal Hallo. Sag's doch mal. Ja, Mann, ich hab dich gehört. Hallo. Okay, die haben's gehört. Okay. Du bist ein Fisch. Dima sagt, du bist ein Fisch. Du bist ein Fisch. Gleichfalls. Nein, Dima hat sich weiterentwickelt. Er ist jetzt ein Frosch. Ja, ich bin jetzt ab seit letzten Monat. Nächster Level, Frosch. Ich versuche gerade, also einen Weg zum Dschungel zu bauen.
Zum Dschungel? Ja, ich will, dass wir so eine Verbindung zum Dschungel haben. Eine Verbindung, eine Message. Wenn jemand Lava sieht, dann einfach kurz sagen, hey Jungs, da ist Lava, gell? Nee, auch wenn ich was sehe, sage ich dir nichts. Ja, aber das ist voll unfair. Aber weil du bist dumm, weißt du, bist dumm. Ich bin dumm, aha, interessant. Werd mir jetzt persönlich, oder was? Ja. Ich darf noch alles sagen, weil es ist noch, ich habe noch 10 Minuten. Du hast noch 10 Minuten. 10 Minuten. Aber wenn das Video online ist, ist mein Geburtstag eh vorbei. Und dann richtig. Und dann mich hast du schon blaue Flecken, wenn wir aufgehört haben aufzunehmen. Ja, jetzt lachst du noch. So. Oh Mann. Was macht meine klar? Ich laufe ein bisschen spazieren die ganze Zeit. Ich will diesen Baum kommen. Mm. Dann bin ich Tarzan. Wir machen da Tarzan. So. Sollte das warten? Oder sowas in der Art. Hier würde ich auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung. Nee. Was macht ihr denn? Nee. Hallo. Ich lese euch einen Kommentar von Mr. Giftboy. Ich gucke mir nur Dima an, weil Sascha mir zu schlecht ist und verpeilt und Fabi zu gut. Gibt's sowas? Ja. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ich weiß es doch nicht. Wie heißt er? Mr. Achso, ist ein Typ. Ja, also. Mr. Giftboy. Mr. Giftboy? Mr. Giftboy, ja, du weißt Bescheid. Dir. Du und ich, wir sind Bros for life. Das passt zusammen. Also, sobald irgendeiner Mr. sagt, denke ich immer an Mr. Trashback. Ja. Ja, Mann. Aber immer. Warum nennen sich so alle Mr., Mann? Ja, weil das alles Mr. sind. Oder Herr. Herr. Dima, wie würdest du dich nennen? Graf. Ich würde mich. Ich glaub, Lava. Ich würde mich Stück Scheiße nennen. Weil das wäre authentisch. Sorry. Mr. Scheiße. Er will nur, dass Mister. Wir mit Mr. ansprechen. Mr. Mr. Oh, wow. Wow. Schön. Haben wir eigentlich die Monster ausgeschalten oder ist es nur. Nee, so dunkel aus? Haben wir nicht. Ich habe nichts gemacht. Hast du schon was gesehen? Bisher nicht. Das hat mich auch ein bisschen. Autobahn. Aber als ich reinging, habe ich ein bisschen was gehört, glaube ich. Ja, ich will euch ja nichts sagen, aber wir haben doch anscheinend ganz lange gesucht für unser neues Zuhause, oder? Ja. Nachdem wir von unserem alten abgehauen sind. Ja, und anscheinend sind die ganz in der Nähe, oder? Ja, aber übel nah. Ja? Ich habe noch nie sowas Nahes gesehen. Das ist so gruselig. Boah, die neue Grafik schickt mich voll, das ist voll anders geworden. Schickt. Ja, und ich weiß nicht, ob das gut ist. Also, Leute, sagt uns eure Meinung, ob euch unser Texture-Pack gefällt oder nicht. Aber es ist immer so, neue Sachen sind immer am Anfang so, Scheiße. Ja, man gewöhnt sich halt an die Dinge, wie die aussehen. Man muss sich dann wieder umgewöhnen, weil die Werkzeuge und die ganzen Texturen gleich ganz anders aussehen. Das ist ein bisschen schwierig. Ich hab noch Mann, bin ich blöd! Ja, das ist ja jetzt aber nichts Neues, oder? Ach man, jetzt habe ich Lava gefunden zum ersten Mal. Markus, wie findest du das Spiel? Ich habe ein Eimer Wasser reingeschmissen. Du bist dumm. Süchtig, ja. Mann, übel dumm. Oh Mann, das darf man echt niemandem erzählen. Du bist in einer anderen Welt. Jetzt bin ich schlecht gelaunt. Das fängt ja schon mal richtig, richtig gut an, ne? So. Jetzt wird es dunkel. Sonnenaufgang und Untergang? Untergang, oder? Es ist dunkel, ja. Wo bist du, Fabi? Arsch der Welt. Ja, und meine Eier sind nass. Steht schon? Ja. Wie meinst du das? Ja, ich stehe unter Regen. Wow, ist das schön. Das gibt's auch einfach. Beautiful. Ich fühle mich jetzt wie Bruce von Top Model. So. Ey, this is best Schauplatz aller Zeiten. Also, was sagt er noch? Wie sagt Bruce noch? Wie würde Bruce das bezeichnen? This is madness. This is madness. Nein, das war This is madness. This is bad. Aber es sieht aus wie ein Leuchtturm. Wer ist sie? Als wäre es ein Leuchtturm. So. Oh Mann, gruselig. Bei mir ist voll dunkel, Mann. Ja, ich brauche ein paar Kerzen. Voll dunkel, Mann, Digga. Ich hab hier voll ein paar Kerzen. Ich hab auch ein paar. Okay, nee, du machst sie am Start. Ich hab die bei Regen halten. Ja, wusste ich doch. Oh, Kohle. Yeah. Kohle? Das hält mir die Zombies vom Leib. Oh. Was? Kohle? Oh mein, komm. Hey, wo seid ihr denn? Ich bin zu Hause. Es regnet. Hat jemand Holz? Ist das ein schöner Moment? Ein bisschen Holz. Hat jemand unser Zuhause gesehen? Ja. Du meinst welches Zuhause? Ich hab mein Zuhause verloren. Oh nein, Spinne, komm. Scheibenkleister. Willst du mich herausfordern? Ah ja, komm. Wir haben doch genug Kürbis zu Hause, aber. Kann mir jemand wirklich so eine Message schicken? Eine Message? So, Junge, komm nach Hause. Ja, komm nach Hause.
Ja, aber wo? Ach so. Und wie geht es? Ja, wow, 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 nein, 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 nein! Och du Scheiße, das war knapp. Warum war der Creeper rot auf einmal? Markus, kannst du uns irgendwas über Fabi erzählen? Ja, ein paar Geheimnisse, komm. Ein paar Geheimnisse, genau. Ah, oh, lieber nicht. Hast du schon mal Fabi bei so dreckigen Sachen erwischt? Ganz ruhig, ganz, ganz ruhig. Jetzt werden wir hier privat. Ach so, ich hab Erde abgebaut mit einer Axt. Ich dachte, das ist Holz. Mann, bin ich dumm. Ah, du denkst wieder, hä? Hm. Immer das gleiche Problem. Wo ist unser Aufzug hin? Der hab ich doch umgebaut. Ach so. Oh, was ist jetzt passiert? Dann brauchen wir das nicht mehr unten. Das war jetzt so schnell. Der Regen war auf einmal weg, oder? Ja, so, also, keine Ahnung, Zauberstab hat da jemand da. Diese Zauberstab. Ich habe neue Kommentare von... Machen, lesen, durch. Daniel XFY. Was für ein Name. Dima, ganz ehrlich, dein Zimmer sieht scheiße aus. Es sieht so kalt aus wegen den Steinen. Okay, sieht kalt aus. Aber das wegen meinem Zimmer, das stimmt nicht. Ich habe doch ein kleines Zimmer. Dein Zimmer ist scheiße, aber guck mal, mein Zimmer ist auch scheiße. Das ist deine ehrliche Meinung, oder? Dass du ein kleines Zimmer hast, ja, Sascha. Ich hab ein kleines Zimmer. Geh mal in Mainz rein. Schau dir mal, wie klein Mainz ist, Mann. Nein, ja, du bist ja auch sehr klein. Du bist so. Ein Fisch, Mann. Und ein Fisch bist du auch noch. Ah, der Sascha ist halt nur mutig, weil mein Bruder neben ihm sitzt. Genau. Ja. Unterstützung. Meine Hand zittert volle Kanne, keine Ahnung wieso. Das sind die Drogen. Das sind die Drogen, ja. Keine Ahnung, die zittert voll. Echt? Volle Kanne so? Zu wenig Zucker vielleicht, ich sollte den Osterhasen essen. Du hast schon einen ganzen gegessen. Nein, das war einfach. Das ist eine Lüge. Nein, guck mal. Ich habe eine Theorie. Das war zu viel Limonade gestern Nacht. Weil wir haben ein bisschen reingefeiert. Ja, genau. Bisschen? Bisschen. So ein Trinkspiel, ein schönes Trinkspiel gemacht. Und Dima war der Anführer. Es war zu viel Limonade auf jeden Fall. Zitat des Tages. Hey Fabi, wenn du willst, ich bring schon was mit, aber ich trinke heute nichts. Ja. Limonade. Ja, Limonade. Aber und dann ist es eskaliert. Es war deine Idee, Fabi, ja. Jägermeister zu holen. Nur zum Anstoßen. Anstoßen, du bist schlafen gegangen und Dima hat das allein ausgetrunken. Ja, was kann ich dafür, Mann? Ja, du wolltest doch, du hast mich angestiftet. Nein, ich hab's so gut gemeint, verstehst du? Ja, gut gemeint hat er das. Ich war halb tot, Mann, als ich aufgewacht. Er hat in Unterhosen auf der Terrasse getanzt. Prima. Ja, Coco Chambo mit Mr. President. Coco Chambo. Ich wollte eigentlich nicht, dass das alle erfahren, aber gut. Oder vorgestern kommt Fabi besoffen zu mir rein und schaltet König der Löwen ein. Das müsstet ihr sehen. Und wir feiern das übelst. Also König der Löwen ist genial. Ja, also ich bin mit Abstand der größte Fan von König der Löwen. Oh Mann, sieht das scheiße aus. Ich bin voll enttäuscht von mir. Man will jedes Mal aufs Neue heulen, wenn der Vater stirbt. Mhm. Ja, das stimmt. Hat jemand Treppen am Start? Nee, ich habe selber welche. Das ist echt traurig, Mann. Ja, Mann. Dieser scheiß Skull. Skull? Scar. Ja, wie heißt der? Scar. Er heißt Scarface. Der heißt Skull. Ja. Aber das hat bestimmt so eine Verbindung zu Scarface. Könnte sein. Wirklich? Wirklich. Ja, und da gibt's ganz viele Zeichen. Also, der sieht ein bisschen Hitler-ähnlich. Wem? Kann das sein? Ja, kann das sein. Scar. Er führt so Hyänen an. Hyänen. So, ich brauche ein bisschen Plan. Ich brauche ein bisschen... Was brauche ich? Was brauche ich überhaupt? Sieht das gut aus? Das sieht nicht gut aus, Leute. Kommt. Das sieht nicht gut aus. Was sieht nicht gut aus? Das Haus, der Eingang sieht nicht gut aus. Das gefällt mir nicht. So. Aber wie kann man das schöner machen? Burg. Das würde ich auf jeden Fall zumachen. Fabi, wie hast du es mir das letzte Mal gezeigt mit Steinen? Wie kann ich am schnellsten Steine machen? Oh, das ist sehr kompliziert. Ja, ich habe einen schlechten Speicherprozessor. Ich habe es vergessen. Ganz schwache Windows 68. Ja? Ja, Mann, ich hab's vergessen. Ich, 68? Ich hab... Oh, fuck, Mann, da ist ein Motherfucker. Boah, der spielt hier Robin Hood, Mann. Stirb, verreck. Du Bitch. Er ist tot. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, beruhige dich mal. Ja, der ganz ist tot. Ich sowas immer erst gar nicht in den Mund, sonst muss ich dich leider verbannen. Was machst du hier? Ich räum auf. Gibt's was zu essen? Ja. Ganz viel. Ja. So viel wie möglich euch zu besorgen.
Weißt du, was das ist? Jetzt fängt er wieder an, mit sich selber zu reden, der kleine Sascha. Du. Nein, ich rede mit Markus, ich habe ihn gefragt. Ah, das ist deine Universalausrede heute. Die beste Ausrede. Markus. Aber es ist voll angenehm, weißt du, nicht alleine zu spielen hier im Zimmer. Ach so, und du meinst, ja, du bist Hand alleine, wenn wir dabei sind. Nein, 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 ich hab meine Hände hier, Markus, mach dir keine Sorgen. Wo hast du deine Hände? Das ist witzig. Jetzt kommt wieder die Gerüchteküche brödelt wieder. So. Seine Lache ist schon pervers. Was, meine Lache? Nein. Doch nicht deine. Markus, deine. Markus, du lachst pervers, sagt Dima. Ja. Leck am Arsch. Du brauchst heute Nacht gar nicht zu ihm zu kommen, hat er gesagt. Nein. Heute gehe ich zu Fabi, zur Abwechslung. Was? Was? Ich kann auch zu ihm rüberkommen. Dann kannst du dir gleich rüberkommen und dich schlagen, sagst du. Kommst du zu mir, oder was? Oh Mann. Jetzt habe ich einen Apfel gegessen. Kotz mich das an. Was kotzt dich an? Ein Creeper explodiert neben unserem Haus. Was für eine Scheine? Hat jemand ein bisschen... Ja, ich will Steine abbauen, aber hier ist keiner. Oh, aber das sieht sogar besser aus jetzt. Wie das funktioniert. Du musst die Spitzhacke nehmen. Spitzhacke, kennst du dich aus? Ja, okay, Marco sagt, ich muss arbeiten gehen. So geht das gar nicht. Ja. Mach dich nützlich, Gastarbeiter. Gastarbeiter. Wieso haben wir hier keine Treppe? Ich muss zuerst eine Treppe bauen, ich Vollidiot. Richtig. Und ich muss einen Kommentar vorlesen. Und zwar ist das ein Kommentar von... Das ist ja eine Kiste hier unter der Treppe. Gerich Han, ja. Da, schau. Ist geschickt, oder? Wer ist da? Oh, das hat mich gerade schockiert. Wie kommt der hierher, Mann? Lass mich Kommentar vorlesen. Ich lass dich Kommentar vorlesen. Von Gerich Han 1. Gerich Han. Und zwar, ich glaube, Sascha hält den Rekord im Sterben bei Minecraft. Das könnte gut möglich sein. Ja. Jungs, ich habe gerade einen blauen Creeper gesehen. Was bedeutet das? Nichts, Texture Pack ist anders jetzt. Achso, sind jetzt die Creepers blau oder was? Sind das Schlümpfe jetzt? Keine Ahnung, Mann. Ich hab jetzt einen roten gesehen. Okay. Also ich verstehe nicht, was wir hier gebaut haben. Die war noch nie so rund. Also das ist ja mal gruselig. Wisst ihr, das Monster oder beziehungsweise hier speziell eine Spinne. Ach du Scheiße. Ich sehe. Hast du es gesehen? Ja, Mann. Voll geil. Das ist kein Ist nicht so schlimm. Jetzt muss ich runter. Ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Wir haben das Video hochgeladen heute. Genau. Dieses Danke für diese Party. Es war ein sehr aufwendiges Video. Boah, ja, aber 300 Stunden, das ist ein bisschen zu viel. Ja, guck mal. Es waren vielleicht 250, aber 300. Ja, aber wenn man alles zusammenzählt, so mit alles basteln, den Kopf zu gestalten, das hat schon lange gedauert. Ja, das ist... Oder Raumschiff habt ihr auch gemeint. Warum hat denn da jemand meine... Wir hatten hier alles kaputt gemacht. Wo? Ja, das ist ja deprimierend. Wo? Ich hab nichts kaputt gemacht, ich war's nicht. Das Loch ist drin, meine... Ach nee, das macht keinen Spaß. Da oben macht der Sascha die Burg selber jetzt zu Ende. Da sind bestimmt ein paar explodiert, oder? Ja, aber ich war... Meine kleine Dinger hat er weggemacht. Meine, wie heißt es? Meine. Die Maschine, weißt du, wo ich ihn gemacht hab? Hat er abmontiert. Weil er nicht in der Lage ist, damit... Das ist eine Lüge, ich habe nichts mit der Maschine gemacht. Das ist schon eine Lüge. Einspruch, euer Ehren. Ich war da und dann habe ich gesehen, dass es kaputt ist. Markus ist Zeuge. Und dann war das kaputt. Es war kaputt. Also, das ist ja... Es war kaputt, als du es kaputt gemacht hast, oder? Ja, jetzt schiebt Fabio Ammo, Mann. Da habe ich von dir gelernt. Ja, aber ich war es nicht. Das war Wer war es denn sonst? Ich war es auf jeden Fall nicht. Lügt doch nicht so. Ich weiß wirklich nicht. Hast du kaputt gemacht? Nein, hab ich nicht. Hatte, oder? So ein Lügner, so ein. Nein. Wer mir erzählt, wer es kaputt gemacht hat, also von meiner Fangruppe. Du hast eine Fangruppe? Ja. Ach, klein, was? Aber, Ich verlasse euch. Ich verlasse euch. Ich gehe jetzt einfach mit Markus irgendwo hin, wo es schön ist und wo ich respektiert werde. Das reicht mir jetzt. Du machst Sachen kaputt, mutwillig. Immer werde ich beschuldigt, Sachen kaputt zu machen. Ich wette mit dir, du warst es. Ich wette mit dir. Wo gehst du hin? Die Leute sind Zuschauer, die können dann nachschauen, ob ich es war. Also, meinst du oben? Oben war ich zum Beispiel gar nicht. Ich auch nicht. Wenn du oben hingehst, wirst du schockiert sein. Also, wenn ich es war, dann fresse ich einen Besen. Vor der Kamera live. Ja? Ja, willst du dir nicht lieber eine Banane in den Arsch schieben?
Das ist aber hart, Mann. Wieso kommst du auf so eine Idee, Mann? Du weißt doch, dass es weh tut. Ja, es gibt Leute, die wollen das versuchen. Oder echt? Wollten, beziehungsweise. Welche zum Beispiel? Keine Ahnung, ich werde keine Namen nennen. Okay, du hast deine Infos oder deine Insider. Ja, ja, Insider war ich. Okay, aber Banane mit Schale oder ohne? Das weiß ich doch nicht. Weil ohne Schale, da geht's dann leicht rein. Ach so, du hast Erfahrungen, gut. Klar. Ja, aber ich stelle mir vor. Gut, Banane, gut, gut. Das ist pervers. Das ist jetzt pervers. Was ist pervers? Du bist pervers. Ich bin pervers. Du bist auf die Idee gekommen. Wer ist von uns der Perversere? Gut. Ich habe nur gesagt, es geht. Mach, was du willst. Gut. Ich bin enttäuscht, maßlos. Ich habe nur gesagt, dass es. Gut, gut, gut. Ihr könnt mich am Arsch lecken, ganz ehrlich. Ich verlasse euch jetzt. Tschüss. Ja, ich traue keine einzige Sekunde um dich. Verräter, Verräter. Aber des Grauens Verräter, echt. Warte, zuerst mache ich so interessant. So enttäuscht von diesem Jungen. Warte, Arschbombe. Okay, ich versuche jetzt die Arschbombe. Hoffentlich gehst du drauf. Arschbombe! Sascha Dice. Ah, das ist schön. Das ist schön. Mach dich zusammen, oder was? So. Jetzt schlachte ich noch ein Schwein. Redet nicht mehr mit uns. Ach so, du hast keinen Bock auf uns, kann das sein? Ein Schwein versucht zu fliehen und ich schlachte es. So, wie soll ich denn das machen? Ich lese die beiden Kommentare vor, bevor ich was Dummes mache. Macht die Monster aus. Von Black White. Black Wit. White 661. Mann, das ist groß klein geschrieben, das ist voll schwer zu lesen. Black White 661. Macht die Monster aus. Aber das macht doch dann keinen Spaß mehr, Bruder. Was ist los mit dir? Ohne Monster, das ist doch Muschi-Modus. Muschi-Modus, nee, wir sind harte Männer. Das ist nichts für uns. Harte Männer brauchen Monster. Harte Männer brauchen Monster. Ey, verpiss. Scheiße, ich muss hier abhauen. Ich habe ein Schwein geschlachtet und wenn Fabi mich jetzt erwischt. Oh Mann. Deine Schweine fliegen hier rum. Wo? Red Bull kann das sein. Wie siehst du das, Markus? Ja, Red Bull verleiht Dummheit. So. Das mache ich auch zu. Ich glaube, das geht nicht damit. Wo ist mein Fleisch? Warum kann ich nicht. Ach so, echt? Okay, jetzt verlasse ich die Jungs. Ich muss ein Abenteuer. Das war Karma. Das war Karma, ja. Aber und ihr feiert meinen Tod? Weil du uns verlassen wolltest. Verstehst boah. Du? Karma. Ja, kennst du das? Ein Abenteuer statt für etwas Gutes, etwas Neues zu finden. Für ja, euch. Kennst du das? Und dann komme ich mit Diamanten nach Hause und ihr schleimt rum. Ja, aber kennst du Karma? So funktionieren Menschen. Karma, natürlich kenne ich Karma, Mann. Das war wahrscheinlich auch Karma. Gierige Menschen sterben zuerst, ich habe zu viel Fleisch genommen. So ist es. So ist es. Keller ist ganz viel Essen. Dein Geburtstag ist übrigens vorbei, du Penner. Ja, und? Ja. Ich hatte einen schönen Geburtstag. Du bist ein Sterblicher. Ja, das war eigentlich der schönste Geburtstag von dir. Nein, ich übertreib mal nicht. Ey, das war schön, ich hab's auch genossen. War schon gut, aber der schönste. Was war dein schönstes Geburtstag? Als ich noch im Bauch war. Das ist doch kein Geburtstag. Doch. Ach, das ist der falsche. Das ist ein anderes Leben, oder? Wenn du im Bauch bist. Abschießen. Ach, übrigens, unser Buch ist draußen, seit heute, wie es aussieht. Ja. Wir haben das zwar noch nicht, das ist das Lustige. Das ist bescheuert, wir haben es überhaupt nicht. Wir haben ein paar Videos gesehen von Leuten auf YouTube, die das bekommen haben, bei Amazon bestellt haben, das schon so ausgepackt haben und so schön in die Kamera gehalten. Sieht cool aus, aber wir haben das noch nicht. Ich hoffe, wir bekommen das die Tage. Und dann machen wir vielleicht ein Video noch dazu. Also wegen Bilder haben wir schon Komplimente bekommen. Ja, ja, die Bilder. Also ich feiere die selber auch. Die sind sehr echt schön. Geil. Sehr schön. Die sind alle geklaut. Alle geklaut. Alle so ein bisschen abgebraucht. Ein bisschen das. Ey, was soll der Scheiß? Also das verletzt mich. So, jetzt verlasse ich euch wirklich. Warum ist es so hell? Warte. Optionen, Helligkeit. Da sieht man doch, dass sie selbst gezeichnet da, sind. Da. Ja, aber ja, aber ja, nein. Aber das ja. Sieht man doch. Oh ja. Ja, klar. Ja, komm mal runter. Ist nur Spaß. Ich bin nicht. Dima, hier gab es doch immer ein Abstieg in unserer Hütte, wo man nach. Aha. Hast du gefunden? Mhm. Ich will Markus etwas die Welt zeigen, verstehst du? Deswegen mache ich einen Abend. Okay, ein Kommentar noch, oder? Nur einen. Habt ihr Bock? Mal, Markus, das ist ja, wir haben Bock. Habt ihr Bock auf Kommentar? Bock, Ziege, Schweine, alles haben wir. Okay, ich lese einfach. Von Dickerlan. Dickerlan. Dickerlan? Sascha hat Schuhe, hat einen Bogen, hat einen Helm und merkt es nicht. Echt? Er hat das einfach im Inventar wahrscheinlich die ganze Zeit und zieht's nicht an. Wo habe ich Schuhe? Ich habe keine Schuhe mehr. Die wurden ja, weil du schon so oft gestorben bist. Ja, Mann. Weil, weißt du warum? Weil, du bist scheiße. Echt? Ja, Mann. Hast du das auch gesagt?
Das steht zwar jetzt nicht drin, aber ich glaube, das hat er so ganz leise gesagt. Ich bin ein bescheidener Spieler der alten Schule. Ey, wow, Verbindung unterbrochen. Was los? Was bedeutet das? Seid ihr alle rausgeflogen? Ja, ich auch. Ich bin auch rausgeflogen. Mir ist sowas noch nie passiert. Ja, ich Entrich-Server. Und jetzt? Also das ist ja mal deprimierend. Das also ist echt bissi, Mann. Unser Minecraft ist verflucht, definitiv. Ja.